Wir melden uns heute aus dem Weserstadion, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Spiel. Ihre Kommentatoren sind Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und ich glaube, wir dürfen uns heute auf eine spannende Partie freuen. Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach. Ich denke, die beiden Teams werden das Spiel auf jeden Fall sehr ernst nehmen. Da ist einiges drin, eine sehr reizvolle Partie. Gebre Selassie. Vogt. Egestein. Davy Selke. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Das frühe Stören jetzt. Toller Pass. Christoph Kramer in den freien Raum. Ein guter Block hier. Lass uns mal genauer auf die Teams schauen, Buschi. Denkst du, die zwei können heute Einfluss auf die Partie nehmen? Wolf, beide haben innerhalb ihrer Mannschaft ein ganz besonderes Standing. Die sind extrem wichtig. Jetzt ist er durch. Oh, mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Da zeigt der Schiedsrichter den Torwart gelb. Das könnte die Führung werden hier bei diesem Freistoß. Spielt den Ball kurz. Schön abgeblockt. Leonardo Bittencourt, Gebre Selassie, Kevin Vogt, Egestein, Moisander. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Milo Rashica, David Klaassen holt sich den Ball im eigenen 16er. Die Flanke ins Zentrum. Er ist noch heiß. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Kevin Vogt. Auf Außen ist Platz. Leonardo Bittencourt. Milo Rashica. Da passt er auf und kann klären. Alles richtig gemacht vom Unparteiischen. Erster Vorteil, jetzt doch noch verspätet gelb. Ja, macht er gut. Genauso musst du in der Situation reagieren. Milo Rashica. Gebre Selassie. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Maximilian Eggestein. Klasse Pass. Maximilian Eggestein. Davy Selke. Er hat den Ball. Gutes Tackling. Es gibt hier Vorteil für Gladbach. Das sah nach einer Verwarnung aus, keine gute Aktion. Nico Elvedi. Dennis Zakaria. Und die Gladbacher kommen. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Klassi. Ludwig Augustinsson, Toprak, Egestein, Kevin Vogt, Davy Selke. Da verlieren sie den Ball. Stefan Leiner. Toll gemacht, vorbei am Verteidiger. Ibrahima Traoré. Gladbach über den Flügel jetzt. Jetzt ist es gefährlich. Ah, das könnte was werden jetzt. Jetzt kann er flanken.
Gutes Tackling, fair gemacht und er hat den Ball. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Kann er was draus machen? Wichtig, dass er sich den Ball holt. Ibrahima Traoré. Toller Pass. Klären. Da ist die Flanke. Jetzt können sie den Ball klären. Klasse von Toprak. Guter Einsatz hier. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Jetzt mal die Gladbacher. Dennis Zakaria. Was macht er draus? Und jetzt der Schuss. Der Ball geht knapp drüber. Milo Drašica, Davy Selke. Schöner Pass. Gut gemacht. Der Ball ist erstmal raus. Was für eine Parade. Da verhindert er den Rückstand. Und Sie können sich bei ihm bedanken, dass es hier bei diesem Spielstand bleibt. Es ist weiter enorm eng hier. 0:0. Auch beim Ballbesitz hat keiner echte Vorteile. Das ist so ein Spiel, wo vielleicht die eine Einzelaktion am Ende für die Entscheidung sorgt. In den freien Raum. Da können Sie erstmal klären. Ja, könnte was werden. Spielt den Ball. Der Ball fliegt über das Tor. Dabei sah der Schuss zunächst ganz ordentlich aus. Leonardo Bittencourt. Jetzt der Ballverlust. Keine Tore zur Pause für beide Teams, vor allem offensiv. Anstoß Mönchengladbach. Es geht weiter. Jupp, der zweite Abschnitt läuft. Nico Elvedi. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Ja, mit viel Übersicht. Oh ja, da hat nicht viel gefehlt. Der Keeper ist da einen Tick schneller. Das war richtig gefährlich. Da wäre Platz für den Konter. Tja, Ball wieder weg. Da müssen sie einfach konsequenter sein bei so einer Konterchance. Dennis Zakaria. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Super Trick und dann ist er vorbei. Gute Aktion, da ist die Flanke. Leonardo Bittencourt. Gebre Selassie. David Klaassen, jetzt der Vorstoß. Der Ball ist im Aus, es geht hier mit Abschluss weiter. Und da ist der Ball wieder weg. Ja, das gibt Einwurf. Ginter. Kramer. Dennis Zakaria. Gefährlich!
Christoph Kramer. Dennis Zakaria. Player. Super Pass. Macht das ganz sicher. Die Chance gerade, die dürfen sie niemals vergeben. So erstmal weiterhin unentschieden. Dennis Zakaria. Christoph Kramer. Lars Stindl. Da erobert er den Ball. Da gibt der Freistoß. Gute Möglichkeit. Gute Chance jetzt natürlich bei diesem Freistoß. Oh, drin ist er. Was für ein Freistoß. Was war das für eine Aktion? Alles richtig gemacht. Da zeigt er seine ganze Klasse. Eine super Szene. Und jetzt die Gladbacher also vorne. Egestein. Schön dazwischen gegangen. Dennis Zakaria. Der Ballverlust. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Die Fans wollen den Spiel noch. Guter Pass. Vielversprechende Situation hier, aber der Ball geht leider zum Gegner. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Dennis Zakaria. Stindl. Jetzt vielleicht. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Milo Drašica. Gladbach hat den Ball. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Auf außen ist Platz. Kann er was draus machen? Jetzt kann er die Flanke bringen. Das war einfach. Er holt sich die Flanke. Dennis Zakaria. Player. Super dieses Zuspiel. Gefährlich. Kurzer Blick auf die Uhr. Und wir dürfen ihm, denke ich, gratulieren. Ja, glaube ich auch, Wolf. Das geben sie nicht mehr aus der Hand. Toprak. Die Fans geben nicht auf, sie geben nach wie vor alles. Aber jetzt muss der Fünfte natürlich auch auf die Mannschaft überspringen. Die muss jetzt noch mal kommen. Maximilian Eggestein. Kevin Vogt. Maximilian Eggestein. Die scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Davy Selke. Das war knapp. Nicht ungefährlich, kein guter Abschlag. Jetzt müssen Sie aufpassen. Sommer hält, bald ist noch im Spiel. Da passt er auf. Zweikampf war gut, es wird hier mit Ecke weitergehen. Ecke kommt in die Mitte. Oh, gefährlich. Und das ist der Ballverlust. Kevin Vogt. Den Schuss kann er blocken, gut aufgepasst. So, 3 Minuten sind noch zu spielen jetzt. Sieht gefährlich aus. Kein Tor! Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Ein Tor jetzt nach der Ecke, dann ist das Ding durch. Die Ecke kommt rein. Der Angriff erstmal wieder vorbei. Leonardo Bittencourt. Da müssen sie aufpassen jetzt. Ludwig Augustinsson. Kevin Vogt. Eggestein. Sie schalten noch mal auf Angriff. Sie wollen den Ausgleich unbedingt. Da ist die Flanke. Wichtig, ganz wichtig, dass er da dazwischen geht.